Okay, jetzt suchen wir aber das Geburtsjahr vom ersten Freund von ihr. Also, das haben wir jetzt alles gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie das mit der Carmen irgendwie mal bequatscht oder wie ihr Ex-Freund hieß oder so. Weiß jemand von euch noch, wo das stand mit dem Ex-Freund? Ach Gott. Woher soll man das auch vorher wissen, auf was man jetzt achten muss, ne? Nope. Dann haben wir die Amanda. Ah, das war das Treffen. Jetzt ist klar. Und da hat sie sich dann gefreut, dass sie dann auch noch ihre private Nummer hatte. Na klar. Die Katzenallergie. Ach so, der Ben hat eine Katzenallergie. Das ist die Nachbarin. Jetzt kriege ich schon mehr zusammen. Der Bruder. Ich würde so gerne die Suchfunktion einfach verwenden. So Steuerung F und dann hier irgendwie Freund oder so. Ich glaube, das war bei den E-Mails, ehrlich gesagt. Das ist der falsche. Das ist der richtige. Hier sind halt die Ärzte. Das ist ja auch noch das, ne, mit den ganzen Ärzten. Oh, Baby, bla bla. Hm. Ist der Alex ihr Ex-Freund? Warte. Könnte das nicht ihr Ex-Freund sein? Aber da steht kein Ja. Also wir wissen nicht, wie alt er geworden ist. Nee, da steht kein Alter. Alex. Hm. Der ist auch nicht hier drin, oder? Doch. Hier, der Koch. 26. Also wir könnten es versuchen mit Alex. Wir könnten es probieren. Ah. '91 ist er dann geboren. Oh, aber das ist ja eine Kombination aus allem, ne? Also wenn ich jetzt hier 1991 eingebe, dann reicht das ja noch nicht. Das ist die Summe der folgenden... Oh Gott, okay. Also ich gehe mal davon aus, dass es der Alex ist. Oi, oi, oi. Und das wäre 1991. Na schön. Büronummer meines vorletzten Chefs. Bürochef vorletzter. Das wäre doch eigentlich der Hostessentyp, oder? Das wäre... Ah! Hilfe! Ja, allein das hier. Damit der Ben immer weiß, wo sie gerade ist. Oh Gott. Ach du Scheiße. Der ist richtig krass am Kontrollieren. Oh, heftig. Okay. Das war der, glaube ich. Das ist der vorletzte Chef, der Adam. Okay, vielleicht bei den normalen. Ist auf jeden Fall der Adam. Ah, das ist das hier alles. Deswegen... Okay, jetzt kriege ich das auch langsam alles so mal zusammen. Dann vielleicht bei den normalen E-Mails. Adam. Nein.
Ich find's so cool gemacht, dass du wirklich immer tiefer so eintauchst und so langsam auch weißt, wer mit wem zu tun hat und so. Und die werden auf einmal alle so deine Freunde, so in Anführungszeichen, und du, ich weiß nicht, am Anfang sind die Leute einem noch egal und dann liest man immer mehr und immer mehr und auf einmal ist man so in der Geschichte drin und will auch wissen, was mit der Laura ist, finde ich. Ganz stark. Ah, okay, Adam ist hier aber nicht. Aber sie hat das doch an irgendjemanden weitergeschrieben. Ich schreibe mir eben mal Adam hin. Ich weiß, dass sie irgendjemanden gesagt hat, dass... Oh, das war bei den SMS, glaube ich. Oh Gott, das ist teilweise. Wie war das Treffen mit meinem Chef? Es war so lala, bin total panisch die ganzen Stockwerke rauf und runter gerannt und stand am Ende völlig verschwitzt in seinem Büro. Das reinste Labyrinth. Du hast mir zwar die Büronummer gesagt, aber ich habe es trotzdem ewig nicht gefunden. Okay, Emma. Das ist so chaotisch. Emma. Emma! Hier, Emma. 107. Okay, das stimmt auf jeden Fall. 107. Ob der Alex wirklich ihr Ex-Freund ist, das müssen wir noch gucken. Gut, was war das nächste? Hausnummer von dem Ort, an dem ich mich zum ersten Mal, oh, Entschuldigung, mit Amanda getroffen habe. Ah, da waren wir ja auch gerade. Hier, warte mal, Amanda. Ich bin schon da, lassen Sie sich Zeit. Okay, da steht leider nichts. Dann vielleicht hier. Ja, wir nähern uns so langsam der Sache. Amanda. Auf einen Tee, nette kleine Teestube, für gerade die genaue Adresse ein, aber sie ist in der Pappelstraße, gleich an der Ecke zum Marktweg. An dem Haus ist ein riesiges Wandbild und der Eingang befindet sich gleich unter dem Oktopus. Hätten Sie, das ist ganz, ganz sicher das Foto. Das ist das Foto, wo ich noch gemeint habe, das könnte ja das Restaurant sein. Na, 22. Mann, sind wir gut. Okay. Und jetzt rechnen wir das alles zusammen. Okay. Nutzen wir den Taschenrechner. 1991 plus 107 plus 22. 2120. Na, das ist doch ein schönes Passwort eigentlich. 2120. 2120. Okay, also ist nicht der Alex ihr Ex-Freund. Ah, wer ist es dann? Weil die anderen Sachen stimmen. Denkt mit. Gibt mir Input. Wer ist ihr Ex-Freund? Wer ist ihr Ex-Freund? Nicht der Alex. Wer ist ihr Ex? Oder schreibt sie vielleicht irgendwo nur über ihren Ex und wie alt der war oder wie alt er ist oder keine Ahnung, irgendeine Info. Ich will jetzt nicht rumprobieren, ich will es wirklich rausfinden. Die hat irgendwie so wenig E-Mails. Ich weiß, dass irgendwo mal was stand über ihren Ex und dass sie ihm damals als Geschenk
dieses Video geschickt hatte. Also das war, glaube ich, für den Ex eigentlich. Das, was da jetzt so im Umlauf ist, das Video. Ich glaube sogar, dass sie das hier rüber geschrieben hat. Mit der Charlotte? Ich glaube hier. Häschen, so habe ich früher meinen ersten Freund genannt. Hier. Habe ich ihm auch mal ein sexy Video zum Geburtstag geschickt. Aber das war vor Urzeiten. Damals war ich 20. Ah, okay, verstehe. Wie alt ist sie denn jetzt? Da müssen wir gleich mal rumrechnen. Naja, aber nein, das hilft uns doch gar nicht. Wir wissen, dass sie 20 war, aber wir wissen ja nicht, wie alt er ist. Verdammt. Damals war ich 20. Ich will mal kurz im Kalender gucken. Nee. Damals war sie 20, aber das sagt uns ja nichts. Da müsste ja jetzt auch stehen, er war 4 Jahre älter oder so. Dann hätten wir eine Matheaufgabe. Michael ist ihr jetziger Chef. Gabriel, also da hat sie wirklich keine Konversation, oder? Ja, okay. Carmen. Ich weiß nicht, sie hat, glaube ich, wirklich mit irgendjemandem einmal über den Ex-Freund kurz gesprochen. Aber wer war das? Also das ist ja alles schon sehr, oh Gott, ja, das ist auch schon wegen dem Video. Oh, die Arme, das ist voll schwierig für sie dann alles. Jetzt setze Häkchen bei einem, was du speichern möchtest. Okay, das weiß ich. Ich gehe das jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Das ist der Chef, der Michael, genau. Der jetzige Chef. Projektleiter. Ach du. Ein Arschloch. Dann haben wir den Ivan. Vielleicht erinnern sie sich noch an mich. Okay, also das ist definitiv ein... Aber hier ist auch der... Aber mit dem... Das ist nicht ihr Ex-Freund. Ah! Das ist nicht ihr Ex-Freund. Und sie spricht nie mit irgendjemandem über den... Das ist 9. September. Da hat sie ja auch noch mehr gemacht, bevor sie den kennengelernt hat, ne? Das merkt man richtig, wie sie dann wirklich nur noch daheim eingesperrt ist irgendwie. Oh, das ist so krass.
Also nicht, wie ich erst dachte, dass sie irgendwelche Ängste hat oder so, sondern der Typ sperrt sie ein. Herr Schnuffel lässt grüßen. Ich glaube, das ist ihr Ex. Nee, Herr Schnuffel ist wahrscheinlich einfach nur ein Plüschtier. Ach Mann, ich dachte, sie hat ihren Ex Schnuffel genannt. Oh. Wenn du ihn zum Knuffeln abholen willst, kannst du vorbeikommen. moderne Technik, Hut. Und da hat sie Geburtstag. Das war mit der Amanda. Das ist nur, ob sie eine Katze möchte. Sarah. Achso, ja, Sarah. Charlotte. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich will was trinken. Ich fühle mich nicht fit. Kannte sie den Ex? Ist vielleicht Victor ihr Ex? Ich habe Amelia das Foto von dem Typen gezeigt, der letzte Woche die Nullmüllkonferenz geleitet hat, der Eva. Sie sagt, dass er nicht im geringsten wie Victor aussieht. Oder ihr Bruder ist wahrscheinlich der Victor. Da reden sie nur über die Pille. Ich frag mich gerade, warum sie darüber reden. Und dass sie, die hat sie ja auch genau angefangen zu nehmen, als sie mit dem zusammengekommen ist. Was jetzt aber an sich nicht komisch ist, würde ich mal sagen, ne? Irgendwo kam der Ex-Freund vor, nur wo. Ich finde, das ist gerade das Schwierigste von allem, was wir bisher so hatten. Das sind nur die ganzen Angebote. Sind sie verfügbar? Alex. Ja, der Alex war es ja anscheinend nicht. Elsa. Im Auer-Messenger. Messenger. Der Auer-Messenger? Auer-Messenger, das habe ich irgendwie noch gar nicht gesehen. Hat sie auch gar nicht? Okay. Okay. Einkaufsliste. Na gut. Gehen wir es hier noch durch. Das war jetzt die Elsa, gell? Ja. Aua, genau. Elsa, Emma. Ach so, das war das mit der Emma, genau. Natalia. Ich habe einen kleinen Angriff auf dich. Amelia und Victor haben demnächst Hochzeitstag. Ah, okay. Also Victor ist mit Amelia verheiratet. Hat sie auf Gabriels Hochzeit... Okay. Natalia. Daniel. Hab deinen Rat befolgt. Cool, viel besser als dein altes. Kein Witz. Daniel ist der Bruder von der anderen mit der Mütze. Okay.
Aber der Daniel ist auch nicht ihr Ex, ne? Oh, das ist so echt schwierig. Ich kann bei Daniel noch gucken, aber die arbeiten ja auch nicht alle miteinander. Die sind ja nicht alle hier drin. Oh doch, er ist sogar drin. Aber er ist Dozent für Biologie. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er das ist. Und die Amelia ist seine seine Frau. Schwester? Frau? Schwester? Ja. Ich finde, jetzt wird es gerade echt so ein bisschen schwierig. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben nur das Geburtsjahr vom ersten Freund nicht. Naja, das wäre 1990. Ich meine, wir können es probieren. Zwei, eins, eins, neun. Quatsch. Nope. Ha. Geburtsjahr des ersten Freundes. Also wir haben hier, wenn ich mir das so anschaue. Also ich hatte jetzt den Alex mit 1991 drin. Ihr habt auch keinen Plan, wenn ich das richtig sehe. wen könnten wir übersehen haben? E-Mail. Man sieht im anderen nicht, wem sie das ursprünglich geschickt hatte, oder? Nee, Postausgang wohl. Ah, gesendet. Ach, an den Ben hat sie das auch geschickt. 12. Februar. Okay. Charlotte, Ethan, Julian. Naja, einer von denen könnte doch auch ihr Ex-Freund sein. Wer von denen hat denn darauf nochmal geantwortet? Haha, du heißer Feger, Büro, bla bla. Ich glaube, das ging an die falsche Adresse. Vielleicht kommt ja auch sowas wie, das kenne ich doch schon. Michael. Was soll das bedeuten? Wir müssen reden. Könnte es dann der Michael sein? Es könnte der Michael sein, tatsächlich. Michael. Ja, und der sollte ja eigentlich auch hier gern. Oh, doch, guck mal, das steht hier. Charlotte, Nadia, Julian, 48, ich glaube eher nicht. Aber schauen wir mal. Ah, ich hoffe, es geht dir gut. Mutterschaftsurlaub, wir müssen. Nee, das ist, glaube ich, der Chef. Ja. Das ist der Chef, dem sie das da geschickt hatte. Deswegen, wir müssen auch reden. Ach, und er hat ja dann auch den Gesprächstermin für den nächsten Tag gemacht. Stimmt.
Was war der andere mal Mohammed oder so, ne? Schwierig, schwierig. Aber ich glaube, dass wir ganz, ganz nah dran sind. Also wirklich richtig nah. Es ist halt nur noch so eine. Also, was ich auf jeden Fall ausprobieren könnte. Aber ich will eigentlich nicht raten. Ich will eigentlich nicht raten. Ich bin hier, also das ist ja. Es gibt einen Rechner und einen Zähler? Was ist denn denn der Zähler? Oh, was ist denn das? Okay, ich dachte gerade, das wäre der Rechner und das wäre schlecht übersetzt oder so. Was zählt ihr denn? Wie viel sie trinkt oder was? 14, 11, 5, vielleicht auch was Schlechtes? 2.6., 1.6. Okay. Ein Zähler. Musikgalerie einstellen, Notizen. Okay, sonst habe ich nichts übersehen. Geburtsjahr meines ersten Freundes. Und was ist, wenn sie den jetzigen Freund für sich als ersten Freund sieht und nicht den, von dem sie schon mal erzählt hat? Vielleicht sieht sie den wirklich als richtigen ersten Freund und den anderen gar nicht. Der war 87 geboren, ne? Ah! Hundertsieben. 22. 2116. Probieren wir es aus. Ich meine, irgendjemand muss es doch sein. Und von dem Ex steht nicht wirklich was. Probieren wir es.